Hi Leute, Studie belegt, es ist nicht beweisbar. So, und zwar geht es heute um Studien und ein bisschen um Naivität und warum keine Studie der Welt dir was beweisen kann. Egal was eine Studie sagt, es ist immer nur eine Geschichte, die dir jemand erzählt und es ist keine Erfahrung für dich. Es ist ganz wichtig. Ich dachte auch am Anfang, hey, ich mache irgendwie was mit Ernährung und dann zeigst du irgendwie deine Veränderungen oder irgendwas und dann ist jeder vom überzeugt und du hast es ja dann bewiesen, weil du es klipp und klar aufgezeigt hast. Und irgendwann habe ich dann so festgestellt, hey, alle Beweise bringen nichts. Wer was glauben möchte, glaubt. Das ist auch in Ordnung, kann er machen, ist egal. Man muss sich bewusst sein, dass es dann immer nur ein Glaube ist. Am Ende bringt es dich immer nur weiter, wenn du es zur eigenen Erfahrung machst. Wenn du merkst, wie es funktioniert, wenn du eine klare Sicht entwickelst. Keine Studie der Welt kann dir was beweisen. Und viele Studien heutzutage sind ja so wissenschaftlich belegt. Und ja, das eine Jahr heißt, hey, benutze Ohrenstäbchen. Und das nächste Jahr heißt es dann wieder, oh nee, es ist falsch, keine Ohrenstäbchen mehr verwenden. Anscheinend war es ja doch nicht so wissenschaftlich, was häufig irgendwo gebracht wird in Zeitungen oder sonst wo. Wenn es stimmt und eine Wahrheit ist, dann stimmt es heute wie morgen. Offensichtlich war es keine wirkliche Wissenschaft. Es war keine richtige Wissenschaft. Nichts bewiesen. Und all so viele Sachen, die bewiesen wurden, bringen nichts. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn ich irgendwas zeige, oh, es war so und so, dann mache ich vielleicht Bilder vorher, wie, was weiß ich, irgendwelche Zähne Löcher hatten und dann sind sie geheilt worden. Dann kommst aber du und sagst, oh, die Bilder sind bestimmt gefaked. Oder wenn du nicht kommst und sagst, die sind gefaked, dann kommt der Nächste. Es ist immer nur eine Geschichte, die ich dir erzähle. Wenn du keine Klarheit erlangst, dann wirst du es nie wissen können. Also wenn du einen zerbrochenen das Glas hast, wodurch du die Welt siehst, dann siehst du alles verzerrt. Du schaust die Realität, die Wahrheit an, aber sie ist verzerrt, weil deine Spiegel verzerrt sind. Du wirst nie klar sehen. Du wendest deinen Blick nur ein bisschen und alles ist wieder irgendwie krumm und schief. Du wirst die Realität nie richtig sehen, wenn du keine klare Sicht entwickelst und wenn du es zur Erfahrung für dich machst. Es ist genauso, wenn du eine Orange isst, dann weißt du, wie eine Orange schmeckt. Dann hast du das erfahren. Wenn du aber erzählt bekommst, oh, eine Orange ist irgendwie eine Mischung aus einem Apfel und einer Birne, dann weißt du nicht, wie das ist. Dann weißt du nicht, wie es schmeckt. Klar, du hast eine Vorstellung, aber die mag ganz anders sein, als wie es dann wirklich schmeckt. Wenn du weißt, wie eine Birne schmeckt, dann sagst du, es schmeckt wie eine Birne. So. Du weißt, wie es schmeckt. Und dementsprechend ist es wirklich so, dass dir nichts bewiesen werden kann. Es ist immer nur eine Geschichte, wenn die andere was erzählt. Du kannst immer sagen, es wurde gefälscht. Es kommt zu solchen irrationalen Sachen. Und gerade wenn es um sowas wie Gesundheit und Ernährung, Entgiftung und so weiter geht, es gibt so viel Beweise. Und wenn du mit offenen Augen hinschaust und eine klare Sicht entwickelt hast, dann ist es so simpel und du merkst wirklich, was Gesundheit bedeutet, wenn du es dann vor allem erfahren hast. Vor allem dann brauche ich dir nichts mehr erzählen, dann braucht dir niemand mehr was über Gesundheit erzählen, wie du deinen Körper reinigst und wie du diese ganzen Krankheiten abschaffst und wie das schon Tausende, Hunderte, was weiß ich, wie viele Menschen auf der Welt gemacht haben. Es gibt genug Beispiele, die sich von jeglichen chronischen Krankheiten geheilt haben. Das ist jetzt kein Heilversprechen hier. Du musst selber die Erfahrung machen, wie das abläuft in deinem Körper. Wenn du deinen Körper wieder spürst, reinigst
Hol dir zum Beispiel das Buch von Arnold Ehret. Dann weißt du, wie das mit Gesundheit abläuft. Ist drunter verlinkt in der Infobox. Schau einfach drunter. Auch auf meiner Webseite habe ich unzählige Quellen, Literaturempfehlungen oder schau in die Videokurse, E-Books von mir rein. Aber du musst es dann selber zur Erfahrung machen. Auch das, was ich dir erzähle in den Kursen oder so, es ist immer nur was, wo ich dir erzähle. Es ist noch keine Erfahrung für dich. Wenn du den Weg gehst, dann hast du es erfahren und das kannst du damit nachvollziehen. Aber solange du es nicht wirklich als Erfahrung gemacht hast, nur verstandesmäßig nachvollzogen hast, dann kann es immer sein, dass dir irgendjemand Schrott erzählt hat, dass die Studie gefälscht ist, dass was weiß ich ist. Kann auch sein, dass die ganze Welt plötzlich unter einer Verschwörung steckt. Es ist alles nur in deinem Kopf, es ist keine Erfahrung, du hast keine klare Sicht entwickelt. Und darum geht es wirklich. Studien, du brauchst keine Studien mehr, wenn du weißt, wie es läuft, wenn du es erfahren hast, was Gesundheit bedeutet. Und jedes Tier hat das ganz easy rausgefunden, was eine artgerechte Lebensweise und Ernährung ist. Produziert nicht so viele Krankheiten wie wir, außer wenn es mit unserer Zivilisation in Kontakt kommt und ja, dementsprechend aus einer artgerechten Lebensführung rausgerissen wird. Also, du musst eine klare Sicht entwickeln und es erfahren. Auch so einen schönen Spruch vom Buddha. Glaub niemanden, ich weiß nicht mehr, wie er genau geht, es ist nur sinngemäß. Glaub niemanden, was er erzählt. Er glaubt keinem Weisen, was er erzählt. Glaubt keinem Armen, egal wem, Reichen. Glaub nur, was du selbst erfahren hast. Also das ist das Schlusswort. Lass einen Kommentar drunter da, was du dazu sagst, zu Studien. Ich habe die Erfahrung gemacht. Es ist naiv. Am Ende, ich habe es auch am Anfang gedacht, hey, du kannst irgendjemandem irgendwas beweisen mit Gesundheit. Wenn du Fotos bringst, wenn du irgendwas bringst, selbst wenn du irgendwann einen Arztbericht von vor 10 Jahren bringst, wo du diese Krankheit hast, gibt genug Leute mit Chemotherapie, Krebs und so weiter, die da wieder mit einer natürlichen Ernährung und so weiter rausgekommen sind. Du musst deine Erfahrung im eigenen Leib machen. Dann weißt du es, ob es stimmt. Du musst offen daran gehen. Nicht einfach glauben, dass es nicht möglich ist. Du musst dir immer, eine Möglichkeit ist vertan, wenn du glaubst, dass es nicht möglich ist. Du musst wissen, dass du das nur glaubst und dementsprechend einfach es so hinnehmen und sagen, hey, du weißt es nicht. Erst wenn du zu dem Punkt kommst, dass du es nicht weißt, dann hast du eine Chance, es rauszufinden. Ansonsten ist es unmöglich. Na gut, macht's gut. Bis dann. Ciao.